Neuerscheinungen für den Februar geben und ich wünsche euch hier immer viel Spaß beim Lesen. Da der März und der Oktober immer unsere Buchmessemonate sind, sind dort immer mehr Bücher als üblich, die in diesen zwei Monaten erscheinen. Deswegen sieht es die Monate davor und danach immer ein bisschen mau aus. Weswegen ich im Februar nicht allzu viele Neuerscheinungen habe. Ich fange aber gleich mal mit dem ersten Buch an, was am 1. Februar erscheint. Und zwar heißt es Als ich dich suchte und ist von Lauren Oliver. Dies ist ein Jugendthriller und da geht es um zwei Schwestern. Also um Schwestern. Um zwei Schwestern? Um Schwestern. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es so, dass diese beiden Schwestern eigentlich eine gute Beziehung zueinander haben. Sie heißen Nick und Dara. Aber eines Tages tut Dara den besten Freund von Nick küssen. Und dadurch tut sich die Beziehung der beiden ein bisschen drunter leiden. Und eines Tages hat Dara einen Autounfall, wo sie auch ein bisschen entstellt wird. Und danach ist die Beziehung der beiden komplett hinüber. Und eines Tages tut Dara verschwinden und Nick denkt am Anfang, es ist ein schlechter Scherz, dass sie jetzt weg ist. Stellt dann aber sehr, sehr schnell fest, dass es doch nicht so ist und versucht dann natürlich, ihre Schwester zu finden. Das ist so das Grobe, worum es in Als ich dich suchte geht. Ich finde, es klingt sehr, sehr spannend und wie gesagt, es ist ein Jugendthriller. Ich lese ja sowas ab und zu mal ganz gerne auch und ja, habe es mir deswegen mal mit aufgeschrieben und dachte, ich zeige es euch auch mal. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Daughter of Darkness Lara. Das ist der dritte Teil der Daughter of Darkness Reihe von Bianca Iosivoni und erscheint am 3. Februar. In diesem Buch geht es um Lara, die ist, glaube ich, die Chefin von den Daughter of Darkness gewesen. Und die Daughter of Darkness war ja eine geheime Regierungsgruppe, sag ich mal, so was wie die CIA, so eine Special-Truppe, die dann halt Verbrechen bekämpft und jagt. Und das sind natürlich alles Frauen, die in dieser Daughter of Darkness Truppe quasi arbeiten und diese Frauen haben es faustdick hinter den Ohren, das sind richtige kleine Kick-Ass-Bräute und das finde ich sehr, sehr cool. Ich habe den zweiten Teil Sydney schon gelesen und der hat mir unheimlich gut gefallen, deswegen freue ich mich jetzt auf den dritten Teil Lara und bin da schon sehr gespannt, was die Bianca sich wieder ausgedacht hat. Ich mag ja den Schreibstil von Bianca total gern und ja, ich muss den ersten Teil auf jeden Fall auch endlich mal noch mitlesen. Er heißt Scarlet, steht schon ewig auf meinem Wunschzettel. Nur, ich habe ja gerade eigentlich Buchkaufverbot, deswegen, naja, egal. Irgendwann lese ich es auf jeden Fall mit, aber Lara möchte ich auf jeden Fall auch mitlesen. Also, Lord of Darkness, Lara, you know, ihr wisst, was ich meine. Das dritte Buch ist von Colleen Hoover und heißt Nächstes Jahr am selben Tag. Das ist wieder so eine, ich würde sagen, New Adult-Buchgeschichte, also so eine Contemporary Romance New Adult-Mischmasch-Geschichte ist es ja bei Colleen Hoover mal eher. Hier geht es um zwei Menschen, ich muss nochmal ganz kurz gucken, wie sie heißen, Moment. Okay, also sie heißt Fallon und er heißt Ben. Fallon ist 18 Jahre alt, Tochter eines berühmten Schauspielers und möchte an diesem Abend von L.A. nach New York reisen. Nee, andersrum. Nee doch, von Los Angeles nach New York reisen und dort werden die beiden sich kennen und verbringen die gesamte Zeit vorm Abflug miteinander und es funkt sofort zwischen den beiden und sie verlieben sich sofort ineinander. Aber aufgrund dessen, dass der eine in New York und der andere in L.A. wohnt, ist diese Beziehung ja eigentlich von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Die beiden tun aber quasi eine Abmachung treffen. Beide treffen sich jedes Jahr am selben Tag wieder, 5 Jahre hintereinander, um zu gucken, was passiert und tun in der Zwischenzeit keinen Kontakt miteinander haben. Warum, wieso, weshalb das so die machen, keine Ahnung, das muss man dann wahrscheinlich lesen. Aber ich finde, es klingt sehr, sehr interessant. Und so treffen sich die beiden dann Jahr für Jahr immer wieder und die Liebe zwischen den beiden wächst eher noch, als dass sie vergeht. Und beide merken aber mit der Zeit, dass sie nie so richtig leben in der Zwischenzeit in diesem Jahr. Und das gilt es quasi herauszufinden, was wollen die beiden, können die es schaffen, irgendwie eine Beziehung zueinander aufzubauen, obwohl sie ja eigentlich immer getrennt sind. Und ich finde, es klingt sehr, sehr interessant und mir hat ja Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover auch total gut gefallen. Auch wenn viele über die Übersetzung schimpfen. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Ich fand den Schreibstil toll und ja, werde mir dieses Buch auf jeden Fall mal mit angucken, wenn es denn dann erscheint am 10. Februar. War doch jetzt der 10. Ja, am 10. Tada! Richtig gemerkt. Die nächsten drei Bücher, die ich rausgesucht habe, erscheinen alle am 16. Februar. Ich fange mal mit dem ersten an, was eine Fortsetzung ist, und zwar der 4. Teil von der Rock-Kiss-Reihe. In diesem Buch geht es ja um Abe und man hat Abe ja in den ersten Teilen schon so kennengelernt. Und Abe hat eine Ex-Frau, die er aber eigentlich zurückhaben möchte. Und darum geht es in diesem Buch auch. Und zwar wird es Abe schaffen, seine große Liebe zurückzuerobern oder nicht. Und ja, was ihm dann alles noch für Hindernisse im Weg stehen, darum geht es im 4. Teil von Rockkiss. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf den 4. Teil. Ich fand ja den 2. einfach so unglaublich gut, war ja auch ein Jahreshighlight von mir. Der 3. hat mir auch gut gefallen, war aber nicht so... Bah!
wie der erste. Der dritte hat mir auch sehr gut gefallen, war aber nicht so perfekt für mich wie der zweite, denn der zweite hatte einfach alles, was für mich ein gutes Buch ausmacht. Der war einfach rundum perfekt, der war herzzerreißend, der hat mich mitfühlen lassen. Die Charaktere waren einfach ganz, ganz toll und die Protagonistin Charlotte hat einfach eine Wahnsinnsentwicklung in diesem Buch gemacht, deswegen I love it. I love it. I love it. Und ich freue mich auf den vierten Teil. Das zweite Buch, was am 16. Februar erscheint, heißt Der Kuss der Lüge und ist eine High-Fantasy-Geschichte. Ich muss euch hier mal ablesen, worum es in diesem Buch geht. Das kann ich mir nicht merken. Es geht aber auf jeden Fall um ein Liebesdreieck. Und zwar folgendes. Sie befahl und das Licht gehorchte. Auf einen Wink von ihr fielen Sonne, Mond und Sterne auf die Knie und erhoben sich wieder. Es war einmal eine Prinzessin, mein Kind und die ganze Welt lag ihr zu Füßen. Blonde Locken, ein warmer Blick, freundlich, der eine. Dunkle Augen, braun gebrannt, ein beunruhigendes Lächeln, der andere. Gleich zwei Männer sind es, die Lias Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ist der erste Abend, an dem Lia als Schankmädchen in der Taverne arbeitet. Dabei ist sie eigentlich eine Prinzessin, doch sie ist auf der Flucht, weggelaufen von zu Hause, weil sie sich nicht auf die Ehe mit einem Prinzen einlassen wollte, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Was sie nicht ahnt. Einer der beiden Männer ist der Prinz, gegen den sie sich entschieden hat. Und der andere ein Mörder. Losgeschickt, um Lia zu töten. Während Lia sich zu beiden hingezogen fühlt, ahnt sie nicht, dass sie längst in größter Gefahr schwebt. Und ich finde, das klingt doch nach einer Mädchen-High-Fantasy-Geschichte und ich finde, es klingt sehr, sehr gut. Ich habe mir dieses Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und auf den Wunschzettel gepackt. Ich finde auch das Cover wirklich mega schön. Also mir gefällt das Cover wirklich richtig, richtig gut und irgendwann werde ich dieses Buch auch mal mitlesen. Ist jetzt keine Geschichte, die ich jetzt priorisiert und unbedingt lesen möchte. Nein, ihr wisst, Superabbau und so. Und ja, hört sich aber ganz, ganz toll an und deswegen tue es mir mit auf den Zettel und ihr wisst Bescheid, am 16.02. Der Kuss der Lüge. Das dritte Buch, was am 16.02. erscheint, heißt Wir zwei in fremden Galaxien und ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und in diesem Buch geht es um zwei Menschen, die auf einem Raumschiff leben, was 900 Jahre vom Anfang bis zum Ende unterwegs ist. Und die Leute sind dort nicht in einem Kryoschlaf oder so, nein, die leben auf diesem Raumschiff. Und unsere zwei Charaktere, an die es um dem Buch geht, und zwar Siren und... Jetzt muss ich nochmal gucken, wie er heißt, Domingo, kurz Dom, leben auf diesem Schiff, sind dort geboren, wachsen dort auf und werden ihr Ziel auch nie erreichen. Das heißt, die verbringen ihr ganzes Leben auf diesem Schiff. Und es ist so, dass die beiden sich ineinander verlieben, obwohl sie es nicht dürfen. Denn auf diesem Schiff herrscht auch eine klare Hierarchie und jeder bekommt seinen Lebenspartner zugewiesen. Und ja, was willst du da machen, ne? Du hast dich verliebt, sollst aber den anderen heiraten und die beiden stehen jetzt halt vor der Frage, was tun? Flüchten wir von unserem Zuhause, der Ventura, in eine ungeahnte Galaxie, wir wissen nicht, was passiert, oder nehmen wir unser Schicksal an und trennen uns und heiraten irgendwen, den wir eigentlich gar nicht wollen? Und das ist so die Frage, worum es in diesem Buch geht. Werden die beiden fliehen? Bleiben sie an Bord? Werden sie schaffen, ihre Liebe zu überstehen? Und wird es die Liebe schaffen, zwischen den beiden alles zu überdauern? Und ja... Das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und da ich ja gerne mal so eine Science-Fiction-Geschichte auch mitlese, was so im Weltall spielt, finde ich das sehr, sehr interessant. Ich lese im Moment auch gerade Diabolik vom Zorn geküsst, vom Arena Verlag. Und dieses Buch ist bisher unheimlich gut. Auch wenn das wirklich sehr Science-Fiction-lastig ist und man wirklich sehr viel Vorstellungskraft teilweise braucht für die Geschichte, finde ich es doch so unglaublich gut. Und ja, ich mag Science-Fiction. I like it. Und ja, deswegen habe ich mir Wir zwei in fremden Galaxien auf jeden Fall mal mit rausgesucht. Und wenn es interessiert, schaut euch dieses Buch auf jeden Fall nochmal mit an. Und das letzte Buch, was im Februar erscheint, heißt Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Das ist ja die Autorin der Mondprinzessin. Ich folge Ava auch auf Facebook und ich wollte die Mondprinzessin eigentlich unbedingt mal von ihr lesen, habe es bisher aber auch noch nicht hingekriegt. Ich finde, der Inhalt von Wir fliegen, wenn wir fallen, hört sich wirklich sehr interessant an und sehr, sehr süß an. Und zwar geht es in diesem Buch um so eine Geschichte, die einem nochmal aufzeigen soll, wie schön das Leben doch ist und dass man das Leben genießen sollte. Und zwar geht es darum, dass Phil nach seinem Tod seinem Enkel Noel und der 17-jährigen Yara seinen letzten Willen hinterlassen hat. Und zwar eine Liste mit Dingen, die er eigentlich gerne im Leben noch machen wollte, es aber nicht mehr geschafft hat. Und jetzt bittet er die beiden, diese Liste für ihn abzuarbeiten und zu erfüllen. Und das tun die beiden dann auch ihm zuliebe, um ihm halt seinen letzten Wunsch zu gewähren. Und ja, ohne zu wissen, was auf sie zukommt, begeben sich die beiden auf eine Reise, die nicht nur ihr Leben grundlegend verändern wird, sondern an deren Ende beiden klar ist, dass Glück, das Leben und die Liebe erst gerade anfangen. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant, deswegen habe ich mir dieses Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und wie gesagt, erscheint am 17. Februar und ich werde es mir bei Gelegenheit auf jeden Fall mal mit angucken. Dann wäre im Februar ja eigentlich noch eine Fortsetzung rausgekommen, die ich auch lese, und zwar Rhapsody in Schwarz, Infernale 2. Dieses Buch wurde jetzt aber auch mit in den März verschoben. Warum denn nicht, Löwe Verlag? Es ist ja Buchmessemonat im März.
Ja, also wie gesagt, Infernale erscheint dann erst Mitte März. Wer jetzt, wie ich schon, auf dieses Buch gewartet hat, nur so zur Info, nicht, dass ihr denkt, hey, ist die Alte blöd, die hat es vergessen. Nein, ich habe es nicht vergessen, es erscheint jetzt leider erst im März. Es ist nervig. Es ist einfach nur nervig, wenn man sich auf ein Buch freut und dann denkt, ja, ich kann das dann endlich fertig lesen und dann nein, es erscheint doch nicht. Naja, aber so ist das halt. Also, Infernale 2 im März. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Das waren meine Neuerscheinungen für den Februar. Wie gesagt, es waren diesmal nicht ganz so viele wie sonst, was aber eigentlich auch nicht so schlimm ist, denn je mehr neue Bücher man entdeckt, umso ärmer wird man, umso höher wird der Sub. Und das ist nicht gut, das ist absolut nicht gut. Und ja, im März wird es dann auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr werden, denn der März ist Buchmessemonat, wie wir alle wissen. Und da bringen viele Verlage ihre Bücher raus. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was im März alles erscheint. Das erfahrt ihr dann aber zu gegebenem Anlass. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.